Stunden bleibt. Meine Zeit mit euren Weisheiten vertreibt. Soll keine Fragen stellen und niemals eine Wege gehen. Auch wenn ihr alle gegen mich spielt, mich kriegt ihr nicht. Ich krieg dir nicht. Auch wenn ihr alle gegen mich spielt. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Backstage, dem Musikmagazin hier bei Kanal 21. Mein Name ist Sherwin Moalem und heute habe ich hier zu Gast einmal den Timo und den Tonja, besser bekannt als der To. Hallo, herzlich willkommen. Hallo, schön, dass ihr hier seid. Ja, mich interessiert immer so ein bisschen bei Bands, wie das alles entstanden ist. Und vor allem, die Frage geht jetzt wahrscheinlich eher an dich, für wen hast du deinen ersten Song geschrieben? Meinen ersten Song habe ich auf 4 Gitarrenseiten geschrieben und den habe ich damals tatsächlich für meine Tochter geschrieben. Schön. Der heißt Gute Reise, ja. Ach, der, ja. Ja, den habe ich damals geschrieben und das war eigentlich der erste Song, ja. Ihr seid ja jetzt schon ein bisschen länger dabei auch. Seid ihr jetzt mittlerweile tatsächlich auch, habt es geschafft, deutschlandweit im Radio zu sein. Das ist ja auch schon eine ziemlich tolle Leistung. Ihr wart ja auch bei größeren Konzerten schon präsent. Zum Beispiel bei Thomas Godoy habt ihr Vorband gemacht auch, genau. Schon zweimal, glaube ich jetzt. Ja, genau. Ja. Wie war das für euch, so auf so einer riesigen Bühne zu spielen? Das war spannend und natürlich sehr aufregend, aber Thomas Godoy ist ein sehr entspannter Mensch und hat uns eigentlich die Aufregung auch abgenommen, zum Teil. Ne? Und wir hatten eine Menge, Menge Spaß. Das war echt großartig. Hm. So, ihr habt ja auch den Vergleich, ihr habt ja auf ganz großen Bühnen wie bei Thomas Godoy gespielt, ihr habt auf kleinen Bühnen gespielt. Was gefällt euch denn so besser im Vergleich? Groß ist schon nicht schlecht. Groß ist nicht schlecht, ja. Große macht schon, ja. Mehr Spaß. Aber es kann auch, wir spielen ja ab und zu mal Wohnzimmerkonzerte. Auch das kann derbe abgehen. Das ist wirklich unfassbar manchmal. Ja, das ist schön. Mhm. Ja, wenn ihr neue Songs schreibt, es gibt ja immer Künstler, die so besondere Rituale haben, irgendwie besondere Orte, wo sie sich hinsetzen, um Inspiration zu finden. Habt ihr irgendwie sowas Besonderes, wenn es um neue Songs schreiben geht? Also ich mache das meistens so, wenn ich neue Songs schreibe, dass ich mich wirklich abends ins Auto setze, von anderen Künstlern Musik voll an und fahre dann wirklich stundenlang durch die Gegend. Und meistens klappt das auch, dass ich dann neue Texte habe. Ne? Und manchmal ist es aber auch so, dass ich beim Supermarkt an der Kasse stehe und innerhalb von, weiß ich, 20 Sekunden einen halben Text habe oder ein halbes Lied habe. Also das ist, aber meistens ist es doch wirklich so, wenn ich im Auto sitze und nachts durch die Gegend fahre, manchmal mache ich das bewusst, dann entstehen da ganz, ganz viele Songs. Ja. Cool. Gesichter blass, gezeichnet von der Zeit. Sinnlos und manisch, zerfressen zu viel Neid. Und viel zu vielen fällt das Leben schwer. Laufen träge den anderen hinterher. Ich bleibe stehen, hör mein Herz laut schlagen. Ein ziemlich kontroverses Thema momentan. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Jan Böhmermann hat sich ja ziemlich stark zur deutschen Popmusikindustrie ausgelassen. Der hat es ja teilweise als seelenloser Deutsch-Pop-Kommerz-Dreck bezeichnet sogar. Schon ziemlich harte Worte. Ja, so hat das bezeichnet, dass viel inhaltlose Texte, immer dieselben Themen und so. Was haltet ihr von dieser Aussage? Du darfst anfangen. Soll ich? Nee, kannst du. Gerne. Also ich finde, er hat in gewisser Weise recht. Also gerade bei den Künstlern, die halt von den großen Plattenfirmen so rausproduziert werden, so Fließbandarbeitmäßig. Ich finde, da kann man das schon beobachten, wenn man mal dahinter guckt, wer da wirklich was schreibt und wer was einspielt und so. Heißt nicht, dass ich das alles schlecht finde. Gibt bestimmt auch gute Sachen davon.
Aber in Amerika zum Beispiel ist es ja gang und gäbe. Ist halt die Frage, ob man das dann so verkauft als ich habe was geschrieben und ich stehe da voll hinter, obwohl das eigentlich andere geschrieben haben. Oder ob ich zugebe und sage, so, okay, die schreiben für mich und ja, das ist cool. Dann ist es auch, glaube ich, gar nicht das Problem. So. Und bei euch ist es eher auch so, ihr schreibt das wirklich, weil ihr dahinter steht, weil es wirklich aus eurem Leben ist? Ja. Das heißt, ihr unterscheidet euch schon von den Mainstream. Ich glaube, dass das Timo da eben gerade gesagt hat, das bringt das auf den Punkt. Der Böhmermann, der hat schon recht, in einer gewissen Weise, weil es wirklich 3-4 Künstler gibt momentan, die alle irgendwie auch den gleichen Rhythmus haben, die gleiche Textwahl und manchmal auch so gleiche Melodie sogar, wo man merkt, da steht eben eine Plattenfirma hinter, die haut das raus, um Geld zu machen, das ist einfach so. Ja, da hat er recht, ja. Aber ihr seid ja anscheinend anders. Das ist eine Ausnahme, wir schreiben alles selber, ja. Genau. Ja, zum Abschluss, um nochmal ein bisschen auf ein schöneres Thema zu kommen. Du hattest es eben schon mal angesprochen, Wohnzimmerkonzerte habt ihr auch schon mal gemacht. Mhm. Habt ihr da irgendwie so eine kleine Geschichte, eine schöne Anekdote, ein schönes Erlebnis bei so gerade so intimen Ereignissen wie Wohnzimmerkonzerten? Also ich habe eins, ich habe mal ein Wohnzimmerkonzert in Irland gespielt, in Bray, das ist unterhalb von Dublin. Und das war ganz, ganz spannend, weil ich habe ja natürlich in Deutsch gesungen. Wir singen ja auch in Deutsch und dementsprechend war das natürlich für die Iren am Anfang sehr befremdlich. Ne? Aber es war ein Mordspaß und eine Mordskaudi, das muss man wirklich mal sagen. Sind ordentlich mitgegangen, ja. Das war schon super. Ja, schön. Ja, vielen Dank, dass ihr hier wart heute. Ja, vielen, vielen Dank. Gerne. Das war's mit Kanal 21 Backstage für heute. Ich hoffe, es hat euch allen gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao und vielen, vielen Dank. Ciao. Bis bald. Und wir lernen.